Rhythm pattern activated. ROM library loaded. Let's go. I am hip hop or never ever ever a boss. I am hip hop or never ever ever a boss. I am hip hop or never ever ever a boss. To hip hop, check 1 2 when you don't stop. I am hip hop or never ever ever a boss. Can't stop. Hola. Ich bin Phil und ich bin einer von drei Beatboxern, der mitgekommen ist hier nach Murcia, um Workshops zu geben und Shows zu präsentieren. Goethe-Institut in Barcelona und bin dort verantwortlich für die Bildungskooperation Deutsch. Das ist so das Bindeglied zwischen dem Goethe-Institut und den Schulen, so könnte man das in Kürze ausdrücken. Ich bin Stefanie Parés, ich arbeite im Generalkonsulat Barcelona und bin da für den Kulturbereich verantwortlich. Wir möchten, dass die Schüler, die Deutsch lernen, sehen, dass Deutsch eine lebendige Sprache ist, eine Sprache, die auch wirklich benutzt wird. Und auch dabei Menschen aus Deutschland kennenlernen, die vielleicht anders sind als die, die im Lehrbuch stehen oder die, die sie in den Nachrichten sehen. Die sollen ein modernes und aktuelles Deutschlandbild vermittelt bekommen. Ich könnte vielleicht noch ergänzen, wir möchten einfach, dass die Schüler auch mal diesen Spaßfaktor am Deutschen haben. Also dass es nicht immer nur um die Übung, Aufgaben und Grammatik geht, sondern dass eben Deutsch auch was Lebendiges ist. Und dann haben wir gedacht, also sowas wie Hip-Hop, das ist in Deutschland ja eine ganz wichtige Tendenz eigentlich. In Spanien ist das vielleicht gar nicht so populär und dass man das mal einfach hierher bringt und zeigt, dass das ein Teil, auch ein Teil der deutschen Kultur. Ich bin TJ, ich bin Tänzerin und Choreografin und bin hier mit Gangway unterwegs. Ja, mein Name ist Joe Maddock, ich bin Straßensozialarbeiter bei Gangway und einer der zuständigen Leute im sogenannten Szene-Team. Das heißt, wir machen subkulturelle Jugendprojektarbeit, sehr viel mit Hip-Hop im Moment. Und ich bin gleichzeitig auch MC seit schon sehr langer Zeit. Und
organisiere so ein bisschen die kreative Seite der Projekte. Ey, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich meine, wir bringen unsere Mucke hier von nah bis fern, ja. Wir stehen vielleicht unterm günstigen Stern, ja. Und ich weiß, ihr hört es ziemlich gern, ja. Ist egal, ob mit El Grande. Wir sind immer noch hier am Strande. Und ich chill hier mit Phil. Ganz egal, ob er will. Ja, Mann, außerdem mit Johannes. Und ich weiß genau, der Macker kann es. Da hinten steht Marty, er ist bereit für jede Feier. Feier, hab ich eigentlich gemeint. Ist egal, wenn der Macker bloß einmal reimt. Das ist egal, denn ich weiß gewiss wie. Hier kommt ein kleiner Burst vom Schnitzi. Ja, Planeten drehen sich immer schneller. Und wir stehen hier unten, werden nur heller und heller. Wir werden mit euch in die Ewigkeit sehen. Und wir werden mit euch noch viele Wege gehen. Ja, manche Wege sind vielleicht härter als andere. Manche Wege sind vielleicht mehr im Flow als andere. Aber gemeinsam werden wir unsere Realität schaffen. Wir machen aus Träumen hier wieder Tatsachen. Ja. Ihr wird nicht wirklich obdacht, eine Ehe war die Geschichte von einem Baum und einem Apfel. Ihr könnt euch sagen, ich hab eine an der Waffel drauf geschissen, wie es heute mit der Welt. Du wirst meistens nicht akzeptiert ohne Geld. Du hast kein Geld, du bist ein Hosenscheißer. Ich geb mein Leben nach den Strumpen weiter. Aus dem Background, mit dem Backsound. Ich hab den fetten Bauch, warum das, weil ich mich trau, immer wieder fresh zu essen. Ich könnte meinen Text vergessen, doch ich bin jetzt mal wieder hier. Ich bin einer der Freshen von den Fat 5. Ihr wisst, was ich meine. Denn ich bin wieder hier, Anubis und fein zu rhyme. An dieser Marty Show, back in the show. Mann, ich liebe diesen Shit, denn das gehört zu meiner Show. Alles, was ich mache, ist für mich und für dich. Und wir alle hier, Hauptsache dicke Text der Tisch. Dicke Texte, dicke Flexen, Dixen, irgendwas. Dicke Beats, Basteln und ich liebe diesen Bass. Also mach ich weiter. Denn ich liebe diesen Shit, ich bin der Ghostwriter. Wie deinen Ghostwriter. Ich bin ein Meiler bei der Zeit, Alter, einfach mal hoch. Deswegen liebe ich diesen Shit. Und es geht los, Baby. As the Ghost Rider. As the Ghost Rider. As the Ghost Rider. Wir fühlen uns alright. Wir fühlen uns Gangway. Wir fühlen uns okay. Schön ein hier in der Mediterrane. Mosel 2015. Espanja, viva Lord. Hi, ich bin Olat, einer der Organisatoren der Reise. Und ich weiß, dass ich jetzt gerade Gefahr laufe, mich wahnsinnig cheesy anzuhören, aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, doch noch ein paar Leuten namentlich zu erwähnen, die das einfach verdient haben. Zum einen, mein Kollege hat es vorhin schon mal erwähnt, Herr Tietmar Bachmann vom Deutschen Konsulat, bis vor kurzem noch Kulturattaché dort fürs Holen. Ohne ihn wäre dies definitiv niemals passiert. Danke für die Vision, für das Vertrauen und für alles, was du für uns getan hast. Annette Gutmann vom Goethe-Institut und Frau Stefanie Paris vom Deutschen Konsulat in Barcelona für die großartige Unterstützung vor Ort, für alles, was ihr getan habt. Wahnsinn. Für alle Schulen, alle Lehrer, alle Schüler, die dabei waren, das war echt klasse. Und lastly and last but not least, meine Gruppe, ihr seid tolle Künstler, ihr habt es gerockt, ihr habt da wahnsinnig viele Leute zum Lächeln gebracht. Vielen Dank für alles, für eure Energie und alles, was ihr reingesteckt habt. Ich weiß nicht, wem ich sonst noch danken kann. Spanien, Murcia für das tolle Wetter, ich weiß es nicht. Danke.